Hallo zur 63. Ausgabe von Defi.jetzt. Ich habe heute den Ralf mir als Verstärkung geholt und den Stefan Embacher haben wir als Spezialisten für Krypto und Cyberservice. Bleibt dran, bis gleich. Hallo zurück, hallo Ralf. Ja, hallo. Danke, Thor, für die Einladung. Nach fast über einem Jahr mal wieder mit dabei. Mal sehen, vielleicht wird es ja jetzt wieder öfters. Genau, schauen wir mal, hängt ja jetzt von den Leuten ab. Und wir haben den Stefan zu Gast. Grüß dich, Stefan. Hallo. Hallo, danke, freut mich. Danke für die Einladung. Hallo, gerne. Stefan. Legen wir gleich los. Fange ich mal an. Wir haben am Anfang immer so einige Kennenlernfragen. Die erste Frage ist, Stefan, an dich, wann hattest du deinen ersten Computer im Zugriff? Und was war das für einer? Das ist eine schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein erster Computer, ich glaube, da, also bei uns, wir hatten zu Hause im Wohnzimmer immer bei meinen Eltern, die hatten damals so einen Stand-PC mit einem Kasten, der was gefühlt 5 Meter Durchmesser hatte. Da war ich vielleicht 9, 10 Jahre alt. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit dem Computer eigentlich. Laptop und so hatte ich dann den ersten mit 13, 14 in die Richtung. So, das waren eigentlich meine ersten Schritte. War wahrscheinlich ein Windows-PC gewesen, nehme ich mal stark an. Ja, Windows-PC, ja. Ja, vielleicht kannst du ja ein bisschen was zu deinem Krypto-Werdegang erzählen, auch zu der Firma, der du vorstehst, wann du sie gegründet hast, was ihr macht. Ja, und so weiter. Also Krypto, die ersten Berührungspunkte mit Krypto hatte ich damals, da war ich noch, ich war ja Berufssoldat, 7 Jahre. Die ersten Berührungspunkte hatte ich dann 2014 auf der Akademie beim Militär. Da wo ein Kollege damals von mir zu mir gesagt hat, ich soll mir das Bitcoin-Thema mal ansehen, weil das ist die Zukunft. Und das waren meine ersten Berührungspunkte mit diesem Bitcoin-Krypto-Bereich etc. Und ich habe mich dann eben damit befasst, auf technischer Seite, wie kann man Investment tätigen. Und das war ja damals, also so 2013, 2014, gar nicht so einfach, dass man jetzt da, wie es heutzutage ist, schnell eine App runterlädt und dann seine Bitcoins auch kauft. Das war ja damals sehr durchwachsen noch, dieses Feld. Also da hat man sich schon technisch ein wenig einlesen müssen, die Zusammenhänge in gewisser Art und Weise verstehen müssen, damit man da eben dann auch seine Bitcoins kaufen hat können, beziehungsweise hat man mal ein bisschen ein Wissen aufbauen müssen. So, das waren meine ersten Schritte eigentlich so. Das war so Anfang 2014. Hab dann eben so kleinere Investments gesetzt. Also das waren keine, ich habe da keine großen Summen rein investiert, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe dann relativ schnell ist mir dann der Knopf aufgegangen, wie ich stressbefreit in Bitcoin investieren kann, ohne die ganzen Einwirkungen von außen, was medial und so weiter verbreitet wird, habe ich dann eigentlich begonnen, dass ich kleine Summen monatlich investiert habe. Also da kann man wirklich sagen, das waren 5 Euro, 10 Euro teilweise damals noch. Und das mache ich auch heute noch. Also ich investiere heute noch so 5, 10, 50 Euro. Gerade so das, was ich zur Verfügung habe, investiere kleine Summen rein. Das ist auch kein Stress bei mir, wenn der Kurs mal nach unten geht, weil das ist wenig kaputt, sage ich jetzt einmal. Also ich gleiche somit quasi die Volatilität aus, beziehungsweise ist das für mich ein stressfreies Investment oder stressfreie Anlageform in gewisser Art und Weise. Und machst du das nur in Kryptos oder in Token oder nur in bestimmte Krypto-Token? Also ich bin grundsätzlich auf dieser Schiene, dass ich sage, Bitcoin ist für mich das Sicherste. Da gebe ich auch am meisten Geld rein. Ich habe natürlich auch Tokens oder NFTs, habe ich mal probiert. Natürlich probiert man sich aus in dem Bereich. Aber ich sage jetzt einmal, 90% von meinem Investment habe ich in Bitcoin. Und die restlichen 10% sind so zum Ausprobieren, ob man da einen Glücksgriff hat, etc. Und hast du da wie so ein Abo, das du da laufen lässt, täglich oder mehrfach täglich? Nein, ich schaue zum Beispiel einmal die Woche, beschäftige ich mich so eine halbe Stunde bis Stunde in der Woche damit. Dann schieße ich wieder was nach zum Beispiel oder tausche es um oder investiere mal in einen anderen Coin rein oder so. Aber grundsätzlich habe ich es eigentlich so gehalten, dass ich einmal die Woche mich so eine Stunde lang
um mein Portfolio beziehungsweise um diese Bitcoin-Welt für mich quasi kümmere. Also sehr wenig Aufwand, aber auf Dauer gesehen sehr effizient für mich. Also wenn man das mal 9 bis 10 Jahre so macht, ist das wirklich sehr effizient. Das ist stressfrei. Wenn man was verliert, verliert man kleine Summen, wenn einmal was schief geht oder so. Und langfristig kann man es dadurch nur gewinnen eigentlich. Ja, Cost-Average-Effekt nennt sich das dann, ne? Ja. Jetzt hast du erzählt, dass du so 2013, 14 rum da zu Krypto gekommen bist. Wie ging es in deinen letzten Jahren weiter? Ja, also ich habe mich dann mit diesem Bitcoin-Thema beschäftigt in gewisser Art und Weise. Das war halt mal so, technisch war ich immer schon avisiert eigentlich. Und dann ist natürlich das ganze Computer-Thema hinzugekommen. Ich war dann noch einige Jahre beim Militär bis 2017, bin dann nach Amerika gegangen, Anfang 18, und habe dort für Palantir gearbeitet, Softwarekonzern, habe in dem Bereich eben in der technischen, beziehungsweise habe in diesem Bereich, im Sicherheitsbereich eigentlich gearbeitet. Mehr kann ich dazu nicht sagen, was ich da genau gemacht habe. Aber ich habe natürlich da ein vollumfängliches Wissen dann bekommen, sage ich mal, was diese Cyber-Thematik, Krypto-Thematik, was das beinhaltet, was ist der Unterschied zwischen Amerika und Europa. Das war auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für mich. Und das war im Prinzip so mein Weg in den letzten Jahren. Und ich habe dann in Corona, ich sage immer Gott sei Dank, ist dann Corona für mich gekommen, weil das war dann eigentlich mein Weg, wo ich dann gesagt habe, ich mache jetzt mein eigenes Ding und zwar genau in diesem Bereich. Und ich bin dann zurückgekommen nach Österreich, habe die Firma Foreos gegründet und die ersten Schritte von der Firma beziehungsweise die ersten Umsätze haben wir eigentlich damit generiert, dass wir Rechtsanwaltskanzleien beraten haben bei Kryptobetrugsdelikten. Also wir haben da in die Sachverhaltsdarstellung die technischen Parameter eingepflegt, was eine Bitcoin-Transaktion beinhaltet, was ist Know Your Customer, AML, diese Geldwäscheregeln oder Geldwäschebestimmungen, was bedeutet das in der Kryptowelt zum Beispiel für Bitcoin-Exchanges, was ist ein regulierter Exchange, was ist ein unregulierter Exchange. All diese Dinge haben wir Rechtsanwaltskanzleien gezeigt, beziehungsweise deren Mandanten haben wir beraten, was eben möglich ist, beziehungsweise wie viel Energie und Aufwand man reinsetzen kann, beziehungsweise wie viel Geld man dafür ausgeben kann, dass irgendjemand versucht, dass gestohlene Kryptowährungen zum Beispiel zurückkommen. Dann ist natürlich das Portfolio gewachsen. Wir sind dann auch rein. Wir haben dann Rufmordkampagnen bearbeitet. Wir haben Data visualisiert, gerichtsverwertbar das Ganze aufbereitet, in einem Gutachten festgehalten, vor Gericht Sachverhaltsdarstellungen präsentiert. Wir führen außergerichtliche Vergleiche durch. Auf den Punkt gebracht führen wir derzeit forensische Untersuchungen bei Betrug, Untreue, Spionage und Erpressung durch. Also sehr stark auf der Strafrechtsseite, aber auch für Zivilrechtsdelikte bzw. zivilrechtliche Verfahren sammeln wir Beweise und Informationen, einfach um einen Rechtsanwalt, einen Staatsanwalt bzw. einen Richter diese Cyberwelt, Kryptowelt, diese komplexe Welt im Prinzip leicht verständlich aufzuschlüsseln, wie wir zu dem Punkt gekommen sind, dass man Data visualisiert, dass man den gerichtlich greifbar gemacht hat in gewisser Art und Weise. Und somit schaffen wir eine Prozessrisikominimierung für unsere Kunden, weil man muss ja auch immer sehen, wenn es jetzt um veruntreute Summe geht, beispielsweise es geht um 500.000 Euro, da muss ja der Geschädigte 7% Gerichtsgebühr von dieser Summe, was er einklagt, einbringen. Und dahingehend dann eine Prozessrisikominimierung, indem man sagt, wie viel Geld ist denn überhaupt noch vorhanden von dem Ganzen? Macht es überhaupt noch Sinn, irgendwas in die Richtung zu machen? Oder was schaut raus, wenn ich jetzt 7% nämlich von 500.000 Euro wieder Gerichtsgebühren richten muss? Steige da ins nächste Fettnäpfchen, kann man so sagen. Und um das geht es eben. Gerichtsprozessbeschleunigung, Prozessrisikominimierung und um eine vollumfängliche Beweismittelbeschaffung. Stefan, nächste Frage, kurze Antwort. Was ist deine Definition von DeFi? DeFi ist für mich, also ich kann im Prinzip Krypto oder ich kann im Prinzip Währungen oder Assets weltweit transferieren, in Sekundenschnelle, egal von wo aus ich bin. Und egal in welchem Land kann ich ein Konto, wenn man so will, eröffnen und ich habe einfach Zugang zu tauschbaren Waren oder
Geld in gewisser Art und Weise. Ist an dieser Stelle Bitcoin für dich auch eine DeFi oder fällt das unter deine Definition von DeFi? Alles, was mit Kryptowährungen zu tun hat, ist meiner Meinung nach, fällt unter den Schirm DeFi. Ja, stell dir vor, du bekommst 1000 Euro von uns. In was würdest du die, ich sag mal, keine Metalle, keine Aktien, in was würdest du die im Kryptobereich tauschen? Ja, wie ich vorher gesagt habe, ich würde 900 Euro in Bitcoin geben und mit den anderen 100 Euro würde ich gerade so ein neues Projekt oder irgendwas in die Richtung testen, sage ich jetzt mal. Wie tauschst du sie? Kann ich das so verstehen, wie ich die 1000 Euro zu Bitcoin mache? Dann wird es zum Beispiel in Österreich über Quarant, über so einen Geldwechselautomaten tauschen. Das Einfachste. Muss man dort einen KYC machen? Wenn es bis 250 Euro ist, nicht. Ab 250 schon. Also die unterliegen natürlich den finanzmarktregulatorischen Ansprüchen bzw. den rechtlichen Parametern, was eben der Gesetzgeber in Österreich vorgibt. Okay. Welche Kryptoassets findest du gut und warum? Jetzt außerhalb von Bitcoin? Ja, also einerseits Bitcoin, wie schon angesprochen. Sonst natürlich jeder, der was jetzt sage, jetzt mal eine Kryptowährung mit wirklich einer Idee, mit einem Nutzen, mit einer Problemlösung auf den Markt, auf den Markt bringt, ist in gewisser Art und Weise natürlich gut für einen Erfinder selbst, sage ich mal. Es gibt natürlich mehrere, wenn ich jetzt sage, Ethereum ist natürlich vielleicht nach Bitcoin das bekannteste, wo jetzt so sagt, das ist auch vielleicht nicht schlecht, also überhaupt, wenn man jetzt vor dem, aber nur als Beispiel, ich finde jetzt, dass zum Beispiel die Energiesparung oder sonstiges da überhaupt keinen Einwand, keinen Einspruch findet oder unrelevant ist eigentlich. Auf den weltweiten Verbrauch oder so ist das Ganze eigentlich meiner Meinung nach unrelevant, weil man ja auch diesen ganzen Energiehaushalt durch ein Ökosystem eigentlich andersrum wieder ankurbeln könnte. Aber wie schon gesagt, also ich bleibe bei meiner Linie treu und das ist einfach Bitcoin. Also ich würde jetzt auch für keinen anderen da Werbung machen. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, ich bin auch kein Anlageberater oder sonstiges in die Richtung. Alles klar. Gut, nun hast du ja, wie du sagtest, nach deinem USA-Aufenthalt oder bei deiner Arbeit bei Palantir ein Unternehmen gegründet. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Also wie kam es zu der Unternehmensgründung? Wie viele Leute seid ihr jetzt und so weiter? Ja, also zur Unternehmensgründung kam es eigentlich, also es war, der Wunsch ist jetzt nicht von heute auf morgen entstanden. Schon einige Jahre vorher gesagt, dass ich in diesem Bereich was machen werde. Ich habe dann eigentlich in Amerika durch Kontakte, was ich knüpft habe, bin ich eigentlich auf dieses Thema der Kryptoforensik gekommen. Also ich habe das gar nicht so lange vorher am Schirm gehabt. Diese Kryptoforensik-Thematik, was da alles möglich ist und so weiter. Und ich habe mich dann eigentlich damit zu beschäftigen begonnen. Und dann hat er zum Beispiel, haben wir damals meine Leute dann einen Kryptoforensik-Kurs gemacht, beziehungsweise bei den gängigen Anbietern wie Chainalysis, von denen verwenden wir die Software auch, oder mit denen arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Da machen unsere Forensiker auch die Kurse bei denen. Also so ist es eigentlich zu der Firmengründung gekommen. Also Firmengründung, die Idee war eigentlich im Sicherheitsberatungsbereich, Ermittlungsbereich, bei Betrug, Korruption und so weiter. Und vor der Unternehmensgründung haben wir uns dann entschieden, oder habe ich mich entschieden, dass wir eigentlich auf dieses Kryptoforensik-Thema uns zu Beginn einmal drauf werfen. Und so ist dann gekommen, wie ich schon angesprochen habe, dass wir dann Rechtsanwaltskanzleien beraten haben, dann technische Analysen hinzugekommen sind. Und dann ist natürlich das ganze Team gewachsen, die Firma ist gewachsen. Wir sind jetzt mittlerweile über 20 Mitarbeiter, sind schon marktführend in dem Bereich, würde ich sagen, weil einfach keiner mit diesen technischen Innovationen, diesen Softwarelösungen, KI-gestützt, Big-Data-Analysen zum Beispiel, arbeitet, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und somit können wir einfach gewährleisten, dass wir unseren Klienten bei Cyberkriminalität, Wirtschaftskriminalität oder Kryptokriminalität Beweismittel beschaffen, beziehungsweise deren Problem lösen in diese Richtung. Wir haben dann einen Bereich, das ist so ein präventiver Bereich, über den kann ich aber leider nicht sprechen, was wir da genau machen, weil das bietet man nur ein exklusives Kundenklientel an.
die Firma auch eine gewisse Größe haben, einen gewissen Jahresumsatz, dass das Sinn macht, weil es sehr hochpreisig ist, nämlich. Aber grundsätzlich mit dem, was wir eben öffentlich draußen sind, auch das ist dieser Sicherheitsberatungsbereich in diesem Wirtschafts-, Cyber- und Kryptokriminalitätsumfeld. Und da unterstützen wir einfach Rechtsanwaltskanzleien. Mittlerweile arbeiten wir auch schon für Staatsanwaltschaften in Österreich. Wir unterstützen von Rechtsanwaltskanzleien deren Mandanten, was auch wiederum Firmenkunden sind. Also man muss ganz klar sagen, ich glaube, 95% von unseren Kunden sind Firmenkunden. Mhm. Ganz ein kleiner Bereich sind dann Privatpersonen, aber das ist eben, weil es sehr ressourcenaufwendig ist, sehr hochpreisig auch. Auch erst ab einer gewissen Schadenssumme zum Beispiel macht Sinn, also wenn der Schaden unter 500.000 ist, dann tun wir uns schon schwer, dass wir da überhaupt aktiv werden, weil es eben wirklich sehr schnell im fünfstelligen Bereich geht, wenn unsere Leute dann losrennen quasi. Und eure Zielgruppe sind quasi dann Geschädigte, die mit Krypto vor oder mit Bitcoin vor was gemacht haben, richtig? Ja, unsere Zielgruppe sind eigentlich Rechtsanwaltskanzleien. Also Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Staatsanwaltschaften. Also so kommen wir dann automatisch auch zu Firmenkunden. Aber Nummer eins Zielgruppe bei uns in der Akquisition, in der Akquirierung sind eben Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, alle in diesem Umfeld. Seid ihr da nur in Österreich tätig oder auch international? Also Fokus ist bei uns Dachraum. Wir sind ja auch sehr stark tätig bei Spionagevorfällen zum Beispiel, jetzt außerhalb von dem Kryptobereich. Deshalb ist bei uns der Fokus der Dachraum, weil ich tue mir jetzt schwer, dass wir zum Beispiel in dem Spionageumfeld sagen, okay, heute helfen wir einem deutschen Konzern, morgen einem chinesischen Konzern und übermorgen einem amerikanischen Konzern. Das passt irgendwie nicht zusammen. Deshalb ist eigentlich bei uns der Fokus auch auf Firmenkunden, Rechtsanwaltskanzleien im Dachraum. Natürlich, wir haben auch Klienten gehabt in der Türkei, in Schweden, in England, Italien haben wir schon Klienten gehabt. Wobei, da machen wir vorher schon immer Interessensabwägung, in welchem Bereich wir da jetzt wie und wo tätig werden. Es ist jetzt was anderes, wenn jetzt aus der Türkei sich eine Privatperson meldet, weil es 1 Million Euro in Krypto verloren hat, natürlich helfen wir dort. Aber wir würden jetzt nicht für einen rumänischen Konzern oder für einen ungarischen Konzern oder sonstiges bei irgendeinem Spionagevorfall tätig werden zum Beispiel. Ermittlungsbehörden, ich weiß nicht, ob es sowas wie das BKA in Österreich auch gibt oder Europol, Interpol auch zu euren möglichen Kunden? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also wir haben das in Österreich natürlich, man kennt sich und schätzt sich, weil es natürlich immer wieder Überschneidungen gibt bei den einen oder anderen Fall, wie auch dann zusätzlich noch beauftragt werden vom Klienten. Natürlich wären es potenzielle Kunden für die Zukunft, wobei man muss ganz klar ansprechen, in Österreich, Deutschland, Schweiz, das ist eigentlich undenkbar, dass eine Behörde einen Dienstleister beauftragt. Also die kaufen allerhöchstens eine Softwarelösung zu und so weiter und schnitzen intern irgendwie herum mit ihren Forensikern. Aber dass eine österreichische Polizei einen Dienstleister wie uns beauftragt, wird eher nicht der Fall sein, beziehungsweise gibt es dafür gar kein Budget, beziehungsweise könnten sie das gar nicht. Da wiederum ist das mit der Staatsanwaltschaft ein Punkt, weil die Staatsanwaltschaft kann uns beauftragen zum Beispiel. Mhm. Verstehe. Kommen wir mal ein bisschen konkreter. Ja, wir haben ganz oben auf der Folie stehen, Ermittlungsdienste bei Korruption und Betrug. Was kannst du dazu sagen? Ja, ist zum Beispiel, also nehmen wir mal ein Betrugsdelikt, also ist ganz oft dass interne eben die Betrüger sind oder die Täter in irgendeiner Bank, in irgendeinem Finanzinstitut, in irgendeiner Firma, dass einfach Gelder veruntreuen, also Gelder betrügerisch erwerben, Kundengelder veruntreuen. Also jetzt steht da natürlich Betrug und so weiter, aber das geht dann meistens auch in andere Deliktsformen rein. Aber das ist so wirklich so ein Insider-Betrug innerhalb von einer Firma zum Beispiel. Da beschaffen wir einfach die Beweismittel. Das kann man sich so vorstellen. Wir sammeln da historische und gegenwärtige Daten zu einer Person, zu einem potenziellen Täter, zu einer Verdachtsperson. Und darauf basierend Big Data Analysen leiten so die Zukunft ab, arbeiten mit künstlicher Intelligenz
und beziehen somit gerichtsverwertbare Beweise im Prinzip, so dass man den dementsprechend einer Anklage zuführen kann oder dass man auch im Vorfeld einen außergerichtlichen Vergleich anstrebt zum Beispiel. Aber das sind jetzt Sachen außerhalb von Krypto, das ist jetzt ganz normale... Ja, das ist außerhalb von Krypto, kann auch ein Krypto-Fall sein, also ein Betrug. Mhm. Es gibt ja jetzt kein eigenes Gesetz, wo man sagt, das ist ein Krypto-Betrug oder sonstiges. Das fällt ja ganz normal unter die Paragraphen im Strafgesetzbuch, was es halt hergibt. Aber das kann genauso gut ein Kryptodelikt sein. Also haben wir auch schon gehabt, dass ein Freund von einem Freund Geld gestohlen hat vom Wallet. Dann ist das ganz normal ein Betrug zum Beispiel. Oder durch eine betrügerische Aktion einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt zum Beispiel. Aber Betrug ist dann nicht, wenn er von einem Freund das Ding ist, ja dann eher Diebstahl. Ja, ist Diebstahl, aber wenn jetzt, es kommt immer darauf an, wie ist die Anbahnung, wenn der Freund sagt, gib mir Zugang zu deinem Wallet, ich spiele das auf einem Ledger drauf, weil das ist viel sicherer. Und dann kommt das Geld aber nicht auf seinen Ledger rauf, sondern irgendwo anders hin. Dann windet sich der in Ausreden und so weiter, dann ist das ganz klar ein Betrug. Und wenn man solche Themen, die ihr bearbeitet, auch vielleicht ein bisschen Security, Prozesssicherheit und so weiter, auch wir haben ja den Menschen als eigentlich die höchste Sicherheitsgefährdung. Wie, um auch die technischen, ich sag mal, Lücken kennenzulernen, man lernt die nur kennen, wenn man die Dinge selbst bearbeitet, also Dinge programmiert oder und so weiter. Arbeitet ihr dort auch an Programmierungsumsetzungen für Kunden oder habt ihr eigene Tools, die ihr als Produkte verkauft? Oder verhält es sich da für euch mit dem Businessaufbau? Ja, wir arbeiten ganz klar eben genau das, was da steht, Ermittlungsdienste etc. Wir haben jetzt keine Produkte, was jetzt irgendeine Sicherheit für den Kunden gewährleistet. Natürlich beraten wir, wie man das aufsetzt, der Multifaktor-Authentifizierung, VPN, Virenschutz. Oder man arbeitet mit zwei Handygeräten, auf einen hat man die Kryptos drauf, ist aber vom Internet getrennt, auf der anderen ist die Multifaktor-Authentifizierung. Natürlich beraten wir dahingehend, wir haben aber da keine Produkte oder sonstiges. Das Einzige, was wir haben, ist, wir haben die richtigen Partner an der Hand, die was in dem Bereich zum Beispiel Produkte haben oder spezielle Dienstleistungen haben im Beratungsgeschäft, wo man lernt, wie man sicher seine Bitcoin oder Kryptos kaufen kann, wie man das sicher verwahrt. Also da verweist man dann eher auf Partner, weil wenn wir das auch noch machen würden, dann machen wir überhaupt alles. Also, und das wird dann irgendwie nicht mehr zusammenpassen. Macht ihr auch Architekturberatung? Nein. Okay, wie schaut es jetzt mit euren Ermittlungsdiensten bei Hackerangriffen oder Industriespionage aus? Ja, ist dasselbe. Also wie schon angesprochen, es ist für uns egal, ob es ein Cyberdelikt ist, Wirtschaftsdelikt oder Kryptodelikt. Es geht immer um dasselbe, um Daten zu beschaffen, Informationen daraus zu generieren, also Daten zu deuten, Informationen zu generieren und somit eine Last an Indizien zu schaffen. Und das ist jetzt für uns egal, ob es jetzt der Hackerangriff ist, Industriespionage, Betrug, Korruption. Natürlich bei einem Hackerangriff hört man ja immer, das sind meistens die Russen oder Nordkoreaner oder Chinesen. Natürlich brauchen wir da nicht ermitteln, wo die Russen sitzen oder wo die Nordkoreaner sitzen, weil das werden wir einfach nicht schaffen, weil das ist eine Aufgabe der Strafverfolgung. Was für uns da essentiell ist, zum Beispiel, wenn da steht Ermittlungsdienste bei Hackerangriffen, was ist betriebsintern passiert zum Beispiel? Hat ein Mitarbeiter mitgeholfen? Bei jeder dritten Cyberattacke zum Beispiel ist ein Mitarbeiter dabei, der was da aktiv unterstützt. Also da geht es eher in diese Richtung, damit man den Sachverhalt dann aufklärt. Wir machen da auch forensische Untersuchungen, also ganz IT-Forensik zum Beispiel. Und das ist eben essentiell in diesem Bereich. Und da spricht man von dem. Also es ist aber egal, ob es jetzt da wieder steht, Ermittlungsdienste, Korruption, Ermittlungsdienste, Hackerangriffe, Ermittlungsdienste, Krypto- und Finanzkriminalität, es geht immer um dasselbe. Bei einem Kryptodelikt machen wir natürlich eine Kryptoforensik dazu. Bei einem Finanzdelikt zum Beispiel, wo Gelder veruntreut wurden, wo vielleicht Immobilien vorhanden sind, da müssen wir halt ein Asset-Tracing machen zum Beispiel. Also die Methoden sind unterschiedlich, aber das Ziel ist immer dasselbe. Also es geht immer um dasselbe, um einen roten Faden zu schaffen, damit eben eine Prozessbeschleunigung, eine Prozessrisikominimierung,
und ein Ausblick für einen Staatsanwalt, für einen Richter, für einen Rechtsanwalt auch in gewisser Art und Weise vorhanden ist, damit eben die die richtigen Entscheidungen treffen können. Mhm. Kannst du die Kryptoforensik mal ein bisschen näher erläutern, was man sich darunter vorstellen kann? Ja. Wir arbeiten da also ganz normal softwaregestützt. Genesis ist da ein starker Partner von uns, mit denen was wir auch zusammenarbeiten. Es geht da einfach um, also vom Ausgangswallet im Prinzip beginnt die Ermittlung und so kommt man eben dann zu einem Exit-Point zum Beispiel, wo zum Beispiel Gelder umgewechselt wurden bei einem regulierten Exchange, wo es dieses Know Your Customer und diese Geldwäscherichtlinien, was eingehalten werden müssen, gibt, wo dann vielleicht auch ein Klarname vorhanden ist und so weiter. Also da geht es einfach um die kausale Aufschlüsselungen von Transaktionen, bis man zu einem Exit-Point zum Beispiel kommt. Was ich aber da schon noch anmerken möchte in diesem Zusammenhang ist, natürlich ist die Kryptoforensik in dem Bereich essentiell, aber wir machen ja auch Geldwäscheprüfungen für Banken, also das heißt, es ist gar nichts passiert, nur ein Kunde casht 1 Million Euro vom Krypto-Exchange zu seinem Bankkonto aus, dann machen wir eine Geldwäscheprüfung des Kunden. Da ist noch keine kriminelle Aktivität oder sonstiges passiert. Mhm. Da ist die Kryptoforensik wirklich essentiell. Im Ermittlungsbereich zur Aufschlüsselung von strafrechtsrelevanten Delikt ist die Kryptoforensik eine Methode von vielen. Wir sprechen da immer von, bei uns intern zum Beispiel, sprechen wir immer von Scam, der Scammer. Also, weil es geht ja immer darum, am Anfang steht ein Mensch und am Ende steht ein Mensch. Sprich, Täter und Opfer ist ja immer ein Mensch. Das ist logisch. Nur das verschwindet auch durch die Komplexität, die immer wieder kommt mir vor. Also am Beginn steht der Mensch und am Ende. Und jeder ist natürlich, also die Täter werden immer wissen, da kann man noch so viel Prävention betreiben, da kann man noch so geschult sein. Täter werden immer wissen, wie sie die menschlichen Schwachstellen ausnützen. Und wenn die 100 Leute anschreiben, gehen ja die auch noch Daten und die wissen genau, von 100 Leuten fallen 6 bis 8 Leute drauf rein und sie beziehen X-Summe. Und genau gleich können wir aber das Spiel auch umdrehen, nämlich Scam des Scammer, wo man somit seinen Standort rausfinden kann. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was wir da machen oder wie das funktioniert, weil sonst würden wir uns zu sehr in die Karten schauen lassen. Aber das ist immer wieder wie wir sehen halt auch anhand von unseren Erfahrungswerten, also sehr effektiv in der Datenausforschung. Mhm. Bietet ihr auch Überwachung für Online-Transaktionen an, das heißt in Echtzeit für Kryptotransaktionen, so zum Beispiel wie das OFAC oder die SEC oder für Anti-Money-Laundering in den USA, ob ja. Die immer brauchen. Nutzt ihr da auch Consensus, Codify zum Beispiel, Activate oder andere Services? Haben wir alles schon angedacht. Bei uns ist aber wirklich der klare Fokus. Es ist, was passiert quasi, man braucht gerichtsverwertbare Beweise, egal für was jetzt, dann setzen wir an. Wir wollen uns da jetzt gar nicht so breit aufstellen, also derzeit noch, weil wir sind jetzt etwas über 20 Leute, eben wie angesprochen. Wir wollen uns da jetzt gar nicht so breit aufstellen, dass wir da alles abdecken, sondern wir haben einen reaktiven Teil, einen sehr stark ausgeprägten und einen präventiven Teil. Und somit sind und dahingehend sind wir dann für unsere Klienten tätig. Mhm. Aber wir haben jetzt da nicht irgendwelche Überwachungen von irgendwelchen Transaktionen in Echtzeit und so weiter. Das nicht. Also bei uns steht ganz oben Datenbeschaffung, Informationen generieren und aus den Ableitungen dann, egal ob in der Prävention, den Kunden die richtige Handlungsempfehlung zu geben, zum Beispiel vor einem Investment, vor einem großen, dass man Due Diligence durchführt, dass man Background-Check durchführt zu Personen zum Beispiel oder im reaktiven Bereich, dass man einfach die notwendigen Beweise bezieht, um in ein Strafrechtsverfahren, Zivilrechtsverfahren erfolgreich herausgehen zu können. Oder eben davor noch die Mediation, also der außergerichtliche Vergleich, sehen wir auch immer wieder, wenn man darauf hinarbeitet, da kommt meistens das Beste für den Klienten raus. Mhm. Strafrechtsverfahren ist wahnsinnig langwierig, speziell in Österreich, Deutschland, da spricht man von Jahren. Und das ist wirklich sehr mühsam, kostenintensiv und deshalb streben wir halt immer nach den außergerichtlichen Vergleich.
Und deshalb steht bei uns ganz, ganz oben im Ziel die Visualisierung des Datas, sodass man 100% sagen kann, der ist das. Und dann ganz normal durch eine Gesprächsführung, ganz normal durch das, dass man sich zusammensetzt in gewisser Art und Weise. Und da geht es gar nicht um das, dass man irgendjemanden unter Druck setzt oder sonstiges. Wir legen da einfach nur die Fakten auf den Tisch, präsentieren Lösungsansätze und so schaffen wir dann eben das Bestmögliche für unseren Klienten herauszuholen. Okay. Wenn jetzt die andere Partei eine Hackergruppe ist, wie macht er das da? Wie nimmt er da mit denen Kontakt auf? Ja, also es gibt auch Fälle bei uns, wo ein Kunde an uns herantritt, wo wir dann zuallererst einmal diesen Sachverhalt begutachten und mal schauen, was ist überhaupt möglich. Und es kommt auch immer wieder vor, dass wir sagen, wir können nicht helfen. Also wenn der Täter in Indien sitzt, wenn der Täter in Russland sitzt oder sonst wo, dann können wir auch nichts machen. Dann kann man auch keinen außergerichtlichen Vergleich machen. Weil die wissen ja auch, wenn es da keinen Hebel gibt, man braucht schon da ein bisschen einen Hebel, um in einem außergerichtlichen Vergleich auch erfolgreich zu sein. Weil wenn der weiß, ihm passiert so oder so nichts, na, dann wird der nicht verhandlungsbereit sein. Der wird sich auch an keinem Tisch mit uns setzen. 10 Fällen, oder 10 Anfragen, sagen wir sicher 3-4 Mal ab, da wo wir gar nicht tätig werden für den Klienten, weil es keinen Sinn ergibt, außer dass Kosten verursacht. Okay. Kann man da irgendwie mit internationalen Haftbefehl drohen? Na, es ist so, nur als Beispiel, wir sitzen hier in Österreich, also innerhalb der Europäischen Union, selbst wenn man jetzt einen Täter ausforscht in Frankreich, Rechtshilfe ersuchen nach Frankreich, alleine das dauert ein halbes Jahr bis Jahr, bis die österreichischen Strafverfahren oder die österreichische Justiz eine Antwort darauf bekommt. Wenn man nach Rumänien ein Rechtshilfeersuchen stellt, dann sind die wesentlich schneller als wie die Franzosen zum Beispiel in der Gegenüberstellung. Also sogar innerhalb von Europa ist es schwierig. Dementsprechend sage ich immer auch, die Politik ist da völlig am falschen Pfad mit ihren Gesetzen und weiß der Teufel, was soll es rausbringen in diesem Cyberumfeld. Wir brauchen einmal, was passiert denn das Länderübergreifende? Ich meine, das ist ja auch der Vorteil in gewisser Art und Weise von der Digitalisierung, dass man von überall aus arbeiten kann, von überall aus Geld verdienen kann, die Kunden weiß Gott wo sitzen können und man die trotzdem bedienen kann. Nur wenn es halt keine Gesetze dafür gibt, was ist, wenn Zahlungsausfall ist, zum Beispiel, jetzt nur einfach gesagt, oder was ist jetzt in so einem Betrugsfall länderübergreifend? Dann nützt uns das alles nichts. Also deshalb sage ich auch, bei uns ist klarer Fokus der deutschsprachige Raum, weil wir da auch Klienten aus dem deutschsprachigen Raum, weil wir eben da den größten Hebel haben. Und sobald es jetzt da irgendwo ins Ausland geht, da können wir einfach nichts mehr machen. Also es ist sehr, sehr schwierig dann für uns. Also sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Und ihr macht ja auch Sicherheitsaudits für Kryptobörsen, ja, ne? Genau, also da agieren wir aber so, blöd gesagt, als Anwalt des Kunden, obwohl wir kein Anwalt sind, das sage ich auch gleich dazu. Aber da dieses Sicherheitsaudit soll eigentlich den Kunden oder den Anlegern ein gewisses Gefühl an Sicherheit geben, indem man sich einfach sicher sein kann, dieser Krypto-Exchange verleiht meine Kryptowährungen nicht oder macht sonstige irgendwelche schwindligen Investments mit meinen Kryptowerten. Dieser Exchange hat einen sehr hohen Hackerschutz zum Beispiel. Dieser Exchange kann Zahlungen in Fiat durchführen. Das ist ja auch immer wieder eine Frage, die man sich stellen muss in dem Zusammenhang. Was ist denn, wenn ich da jetzt mein Geld hinein investiere? Wie bekomme ich das denn wieder raus? Oder wie kann ich es in den Wirtschaftskreislauf einbringen, wenn das mein Ansinnen ist, dass ich da nochmal kurz anlege oder sonstiges? Und all diese Parameter überprüfen wir im Prinzip und da stellen wir ein Zertifikat aus, ganz normal. Wenn es halt positiv ist im Prinzip. Es gibt da einen Bericht, wo das Ganze festgehalten ist, was überprüft wurde. Das wird ganz neutral betrachtet. Also da wird nichts übertrieben, nichts untertrieben. Es ist ganz normal die Feststellung des Iststands. Und das wird dementsprechend in einem Bericht verfasst.
Und wenn es nun gibt es ja für, ich sag mal, für Rechenzentren und oder Applikationen oder andere Prozesse gibt es ja diverse Sicherheitsstandards, also in der herkömmlichen IT. Für Krypto speziell oder Krypto-Anwendungen, da wird das ja entweder adaptiert oder es, meines Wissens gibt es da schon erste Standardisierung, Sicherheitsstandardisierungsentwicklungen oder Definitionen? Ganz normal wie im Cyberumfeld. Also sprich, wie ist das Netzwerk gesichert und so weiter, also von der Krypto-Exchange. Aber es braucht ja auch in gewisser Art und Weise nichts Extriges. Also man muss da ganz normal die Standards einhalten, was derzeit am Markt vorherrschen, damit man Penetration-Tests bestehen kann, zum Beispiel auf technischer Seite quasi, wenn versucht wird, diesen Exchange zu hacken. Da braucht man die dementsprechenden Sicherheitsparameter, genauso wie Fiat-Zahlungsmodalität zum Beispiel. Also in diese Richtung geht dieses Sicherheitsaudit und das soll einfach den Kunden ein gewisses Maß an Sicherheit geben, beziehungsweise soll in Zukunft der Kunde dann wissen, okay, dieser Exchange ist vor REOS überprüft, sprich, da sind gewisse Sicherheitsstandards eingezogen. Es wird laufend auditiert, laufend wird geschaut, was passiert mit den Kryptowerten, was der Exchange hat und so weiter von den Kunden. Und somit ist einfach die bestmögliche Sicherheit für Kryptoanleger gewährleistet. Mhm. Nun ist es ja so, auditiert ihr auch Smart Contracts zum Beispiel, also die Sicherheit von Smart Contracts? Nein, machen wir nicht. Also haben wir einmal gemacht. Wobei wir haben ja dann auch nicht alles machen können. Mhm. Wir haben es am Anfang einmal gehabt im Portfolio auch, haben das auch durchgeführt, aber mittlerweile haben wir da einen Partner, an dem wir das einfach weitergeben, wenn wir da Anfragen haben. Beziehungsweise im Zuge von so einem Sicherheitsaudit macht auch das unser Partner mit zum Beispiel. Okay. Nochmal zurück zu den Kryptobörsen. Sind die im Dachraum oder in Europa? Und andere Sache, wo werden die Audits veröffentlicht? Kann man die jetzt auch bei euch auf der Homepage einsehen, weil oder nur, wenn die Kryptobörse das will? Grundsätzlich ist veröffentlicht. Veröffentlicht werden sie in gewisser Art und Weise eigentlich nicht. Also das ist auch nicht angedacht. Das muss ja auch eigentlich nicht sein. Die Kryptobörsen sitzen im Dachraum, aber auch Schweden und so weiter, ist ja ganz egal. Also das ist grundsätzlich egal, wo die Börsen sitzen. Aber dieses Sicherheitsaudit, also von uns wird es nicht veröffentlicht. Ist auch in gewisser Art und Weise dann schon auch ein, muss man schon ein bisschen sensibel umgehen mit dem, was veröffentlicht man nämlich. Weil wenn Hackergruppen sich auf diesen Pfad aufwerfen und wissen, okay, da sind diese und jene Parameter überprüft worden. Also es geht ja da schon ein bisschen um eine Informationssicherheit auch. Veröffentlicht von uns wird nichts. Wenn es diese Kryptobörse machen will, dann kannst du es gerne machen. Dann in gewisser Art und Weise ein Sicherheitsrisiko auch. Also grundsätzlich raten wir an, dass man das nicht veröffentlicht. So, und die letzte Frage auf der Folie: Bewegt ihr euch auch im Darknet? Natürlich, wir machen ja auch Verhandlungen mit Hackergruppen. Wir machen ja auch die Beschaffung von, oder die rechtskonforme Zahlungsabwicklung zum Beispiel bei Hackerangriffen. Natürlich bewegt man sich da im Darknet, weil man da auch wieder Informationen generieren kann. Auch Informationen dahingehend, was ist so State of the Art derzeit, aber auch Datenlecks feststellen kann im Darknet zum Beispiel, wenn es jetzt um die Sicherheit von Firmen geht und so weiter. Also wir bewegen uns natürlich im Darknet. Wir haben auch Darknet-Spezialisten, die was eigentlich nur das machen bei uns im Unternehmen. Aber es ist eben wiederum ein kleines Rädchen im großen Ganzen. Also die Kryptoforensik alleine bringt uns nichts. Die Darknet-Analyse alleine bringt uns nichts. Genauso die Befragung von Auskunftspersonen bringt uns alleine nichts. Sondern es ist ein großes Ganzes, was hier ineinander greift. Und deshalb sagen wir auch immer, Foreos ist eigentlich keine Firma, beziehungsweise wollen wir mit Foreos eine Institution werden im Dachraum, was den Anspruch hat, das Maß aller Dinge zu sein. Und dementsprechend sehr viele kleine Methoden, sehr viele kleine Rädchen und Schrauben, an denen wir drehen, damit wir dann eben das bestmögliche Ergebnis im Schadensfall für unsere Klienten herausholen im Prinzip. Und in der Prävention ist dasselbe. Einen sehr breiten Ansatz in Daten zu generieren,
sei es jetzt über Darknet, sei es über Telegram, Auskunftspersonen, also dass man auch Auskunftspersonen in Telegram-Channels und so weiter sucht. Und dann wiederum, dass man mit diesen Daten und Informationen Forecast machen kann in gewisser Art und Weise, also sprich seinen Wetterbericht erstellen kann, auf die Sicherheit bezogen, und man so dann durch Wahrscheinlichkeitsableitungen Handlungsempfehlungen geben kann. Okay. Vielleicht noch eine Frage zu eurem Unternehmens- oder deinem Unternehmensnamen. Foreus oder Foreus? Hat das irgendwie einen Bezug? Ja, es gibt ja diesen Teilbereich forensische Untersuchungen. Beziehungsweise in forensische Untersuchungen fällt alles rein. Das ist eine forensische Befragung, das ist eine IT-Forensik, das ist eine Kryptoforensik, also in forensische Untersuchungen fällt alles rein. Und so hat sich eigentlich der Firmenname ergeben auch mit den forensische Untersuchungen. Beziehungsweise hat es auch eine griechische Halbgöttin gegeben, die was Forea geheißen hat. Das war wiederum ein Punkt. Und dann noch das Foreus. Also wenn man dieses E wegstreicht, ist es für uns, also für die Community, für die Gesellschaft, auch um das Zugehörigkeitsgefühl quasi zu schaffen. Und aus diesen drei Bereichen hat sich im Prinzip der Name Foreus ergeben. Okay. Mir ist dann doch noch eine Frage eingefallen wegen dem Darknet. Du hast vorhin gesagt, ihr habt eigene Mitarbeiter, die sich da bewegen. Arbeitet ihr auch mit Firmen zusammen, die jetzt euch da auch Informationen zuliefern im Darknet? Also jetzt Firmen, normale Firmen, aber die auch im Darknet Überwachung und Ähnliches machen. Ja, also da arbeiten wir auch mit einem Softwarehersteller zusammen natürlich. Also wir arbeiten auch softwaregestützt, aber auch ganz normal quasi händisch. Software gestützt, das hilft einfach nichts, weil sonst braucht man einfach Jahre, bis man irgendwo hinkommt, da in die Richtung. Beziehungsweise bis man da in die richtige Richtung kommt im Darknet. Es ist einfach leichte Informationen zu beziehen. Da arbeitet man natürlich mit verschiedensten Softwareanbietern auch zusammen. Ja. Werden sich sicherlich hier einige Dinge wiederholen. Aber fragen wir vielleicht mal anders. Die Kundensegmente, prozentual, wenn du das sagen kannst oder darfst oder möchtest, wie teilen sich das bei euch auf Industrie, auf Behörden oder auf Finanzinstitute prozentual auf? 60% von unseren Aufträgen generieren wir durch Rechtsanwaltskanzleien. Entweder weil sie uns direkt beauftragen oder eben ihre Klienten zu uns weiterschicken. Das ist dann vom Rüstungskonzern bis zum Bauträger jeder. Wobei das fällt bei uns alles in die 60% rein Rechtsanwaltskanzleien. Dann haben wir 30% Privatbanken, Krypto-Exchanges, Finanzberater, Versicherungen. Und dann haben wir noch 10% Kunden Alat. Und diese 10% Kunden Alat, das ist dieses Geschäft, was uns zufällt, wenn die direkt zu uns kommen. Also wir werben da nicht aktiv in irgendeiner Branche oder so, aber wenn die ein derartiges Problem haben, dann kommen sie halt über Umwege oder über Internetrecherche zu uns. Und das sind dann diese 10% Kunden Alat. Das ist dann eben von der Privatperson bis hin zum Flugzeugteilehersteller zum Beispiel. Erzähl mal ein bisschen noch kurz was zu dem Nutzen von Kryptoforensik. Wozu brauche ich das? Was kann ich damit tun? Ja, also Kryptoforensik bei uns in der Aufklärung einer Straftat natürlich wichtig, um das Ganze zu visualisieren, kausal aufzuschlüsseln, welche Geldwege wurden verwendet oder welche Geldwege wurden durchgeführt. In dem Zusammenhang sind auch Transaktionsdaten wie Datum, Uhrzeit und so weiter immer wieder sehr, sehr wichtig. Weil anhand von dessen kann man dann sagen, okay, in welcher Zeitzone war der Täter zum Beispiel, wie ist denn sein Rhythmus auch in gewisser Art und Weise. In der Prävention ist, also quasi bei Geldwäscheprüfungen für Privatbanken zum Beispiel, wenn der Kunde auscasht, die Forensik bei uns sehr, sehr wichtig, damit man eben betrügerische Absichten im Vorfeld detektiert. Warum machen das Banken oder beauftragen Banken uns damit? Ist einfach, weil die finanzmarktregulatorischen Ansprüchen unterliegen, die was sie einfach unbedingt einhalten müssen. Und deshalb kommen die zu uns. Und wir machen ein kryptoforensisches Gutachten, wo wir auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen betrügerischen Aktivitäten überprüfen und dementsprechend das dann auch reporten.
Du sagtest ja, dass die Art und Weise des Vorgehens unabhängig ist oder sich überall sehr ähnelt, ist egal, ob es sich jetzt um Finanzen oder Industrieunternehmen handelt. Gibt es trotzdem noch ein paar spezielle, naja, Thematiken, die, ich sag mal, vielleicht nur bei Finanzinstituten, Versicherungen zu finden sind oder die ihr dort anwenden könnt? Ich habe jetzt die Frage, ist ein bisschen, verstehe jetzt nicht ganz. Also sprich, weil wir verschiedenste Methoden anwenden, meinst du, oder? Mhm. Ja. Wie schon angesprochen, es ist für uns, geht es darum, bei Betrug, Untreue, Spionage oder Erpressung, damit wir eben da das gerichtsverwertbar aufschlüsseln. Da ist es jetzt egal, ob wir Kryptoforensik brauchen, ob wir Asset Tracing benötigen, ob wir eine kriminaltaktische Analyse benötigen, kriminologische Analyse benötigen, ob wir eine Befragung von Auskunftspersonen durchführen, ein Bewegungsprofil zeichnen. Das kommt immer auf den Fall drauf an. Ist der Täter greifbar? Gibt es einen Verdächtigen? Gibt es keinen Verdächtigen? Ist der Täter unsichtbar quasi, unter Anführungsstrichen? Und nach diesen Informationen, was wir zu Beginn haben, nach diesen legen wir unsere Taktik im Prinzip aus. Und genau, also um das geht es eben. Die Daten, was wir zu Beginn eines Falls bekommen, die sind essentiell für uns, für die Taktik im Nachgang. Eine Frage, arbeitet ihr auch manchmal wie so ein verdeckter Ermittler? Das heißt, dass ihr Dinge rauskriegen sollt, ohne dass die in einem Unternehmen oder, ich sag mal, in einem Institut vorhandenen Mitarbeiter das überhaupt mitkriegen, dass ihr tätig seid? Ja, also da gibt es die geschlossenen oder offenen Fragen. Also geschlossene oder offene Befragungen. Mhm. Geschlossene Befragung ist, das Gegenüber weiß nicht, wer wir sind. Und eine offene Befragung ist, das Gegenüber weiß, wer wir sind. Und da kommt es halt immer drauf an, da müssen wir halt immer klassifizieren, ist es ein Täter, ist es ein Mittäter, ist es ein Opfer oder ist es ein Mitwisser? Also diese vier Kategorien von Personen, was involviert sein könnten, sind ziemlich wichtig. Und dementsprechend legen wir dann die Taktik aus, wie man die Befragung. Man kann sich aber das nicht so vorstellen, dass wir diese Personen wie beim Polizeiverhör befragen, sondern in solchen Anbahnungen kommt man mit den Personen zufällig ins Gespräch. Mhm. Dann entscheiden aber wir im Gespräch, beziehungsweise meine Mitarbeiter, weil ich selbst mache ja das nicht mehr, beziehungsweise meine Mitarbeiter, die lenken das Gespräch dann so, also die sind auch speziell geschult in dem Bereich, die lenken das Gespräch dann in diese Richtung, wo man es eben brauchen, damit wir dann die richtigen Informationen bekommen. Wo macht ihr das Gespräch? Auf der Arbeitsstelle oder im Freizeitbereich? Oder? Vor 3 Wochen haben wir gerade so ein Gespräch gehabt. Da sind wir zu der Person einfach, die Person hat ein kleines Geschäft in Deutschland gehabt oder hat ein kleines Geschäft in Deutschland. Und da sind wir dann einfach während der Öffnungszeiten reingegangen und haben das Gespräch gesucht. Mhm. Eine Frage zu den Mitarbeitern, was haben die für eine Vorbildung? Sehr stark aus den Behörden noch, also Polizei und Militär haben einige Mitarbeiter. Dann ganz normal, also Menschen mit Studiumabschluss, Studienabschluss wie IT-Forensik, Cybersecurity. Wir haben zum Beispiel Profiler auch, also die was Profile erstellen können, Textanalysen durchführen können. Auch Psychologen? Nein, also Psychologen haben wir keine. Nur, also wir haben zwei, das sind Profiler zum Beispiel, was eben so Textanalysen, forensische Analysen durchführen können, anhand von Geschriebenen, von Gesagten etc. Mhm. Bohren wir mal da ein bisschen weiter. Welche Betrugsdialekte gibt es, Delikte, gibt es im Zusammenhang mit Krypto? Gibt es im Prinzip den klassischen Anlagebetrug? Also sprich, wo eine Person angesprochen wird und zu einem Investment gedrängt wird oder überzeugt wird von einem Investment, ist ganz normale Finanzanlagebetrug. Dann gibt es diese Wallet-Hacks, also quasi, wo das Wallet gehackt wird. Und dann gibt es natürlich auch das, was ich angesprochen habe vorhin, dass der eigene Freund zum Beispiel mit einer betrügerischen Absicht dem Freund helfen will, quasi, dass er ihm die Kryptowerte sicher bewahrt. Und man dann eben draufkommt, der hat das gar nicht gemacht, das ist ganz normaler Betrugsdelikt, Untreuerdelikt und so weiter, also Veruntreuung, wie auch immer.
Und, aber das Gängigste in dem Zusammenhang ist eben dieser Anlagebetrug. Also das sehen auch wir, das ist sehr stark im Kommen. Da sind da meistens Hunderte, Tausende von Geschädigten. Wir haben gerade auch in Österreich, in Kärnten, den größten Betrugsprozess eigentlich im Zusammenhang mit Kryptowährungen, geht so um die 100 Millionen, was da 5, 6, Mitte 20-Jährige umgesetzt haben. Die stehen jetzt gerade vor Gericht in Österreich. Und dieses Verfahren ist deshalb sehr, sehr interessant, nämlich weil ich der Meinung bin, was bei diesem Verfahren herauskommt, kann man schon hernehmen für die Zukunft, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Wir waren nämlich vor Ort auch bei der Verhandlung und wenn halt da der Staatsanwalt so quasi durchblicken lässt in der Sachverhaltsdarstellung, dass es eigentlich schwer zu verstehen ist für Sie, diese Bitcoin-Thematik, diese technische Thematik und so weiter, da mache ich mir schon einige Sorgen, muss ich sagen. Machst du dir da? Ja, also wenn der Staatsanwalt öffentlich sagt, er versteht so durch die Blume diese Krypto-Thematik ja gar nicht. Also so quasi, blöd gesagt, den Prozess kann man ja glaub sagen, weil sie verstehen es eh nicht. Da mache ich mir schon Sorgen, ob da irgendwas überhaupt, also irgendwelche Anstrengungen gibt, um dahingehend eben auch besser zu werden in der Judikative, in der Legislative und so weiter. Also das, und deshalb wird der Prozess jetzt sehr interessant werden, was da in Kärnten derzeit läuft, anhand von dem Urteil, was dann gesprochen werden wird. Ja, spezielle notwendige Richter, die dann Kryptoverfahren oder kryptobasierende Verfahren nur beurteilen können, oder? Gibt's nicht, wird es auch nicht geben. Die Justiz in Österreich, Deutschland ist so überlastet, dass gerade nehmen müssen, wer gerade verfügbar ist. Es werden dann natürlich Sachverständige und so weiter zugezogen, die was da einen Ausblick geben, beziehungsweise deren Expertise das dann aufschlüsseln. Also das ist in Österreich und Deutschland auch gang und gäbe, dass ein Sachverständiger hinzugezogen wird, damit der quasi sein Expertenwissen dann in das Verfahren einbringt und somit den Staatsanwalt, den Richter eben die richtigen Empfehlungen geben kann. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wir auch machen, in Form von unseren Gutachten, was wir erstellen, damit eben in so komplexen Sachverhalten, wo ja ein Richter oder ein Staatsanwalt gar nicht über alles Bescheid wissen kann, einfach einen Ausblick bekommen. Ich allerdings sage immer, es ist egal, ob es ein Kryptodelikt, ein Wirtschaftsdelikt oder sonst irgendwas ist. Am Ende zählt der Straftatbestand, welche Beweise sind vorhanden und dann wird der gesetzliche Rahmen herangezogen für die Verurteilung. Es muss ein Staatsanwalt, ein Richter eigentlich nicht interessieren, wie eine Bitcoin-Transaktion abläuft oder wie das Bitcoin-Netzwerk aufgebaut ist. Es tut nichts zur Sache in dem Zusammenhang. Es geht nur um einen Straftatbestand eigentlich. Da gebe ich dir recht. Kannst du noch ein bisschen was zu dem Anlagebetrug sagen, der da in Österreich aktuell verhandelt wird, also sprich zur Anklage? Ich konnte auch sehr wenig Auskünfte jetzt geben, weil es im Laufe des Verfahrens ist. Weil da war jetzt gerade letzte Woche oder vor 2 Wochen war da der erste Verhandlungstag. Also es war ganz ein normaler Anlagebetrug, wo halt Gelder von Dritten entgegengenommen wurden mit Versprechungen von Renditen zum Beispiel. Und dementsprechend halt dann das System, wie es halt immer ist, kollabiert ist. Weil halt mit Kundengeldern Kunden die Provision ausgezahlt wurde in gewisser Art und Weise. Und somit ist das System kollabiert. Somit haben wir einen klassischen Betrugsdelikt mit Untreue, mit Vorspiegelung falscher Tatsachen. Dann geht es da auch um Gewerbeberechtigungen in Österreich. Dürfen die das überhaupt, dass die da im Finanzbereich beraten und so weiter? Und dementsprechend wird eben dann der gesetzliche Rahmen angewendet werden, wenn die richtigen Beweise oder die essentiellsten Beweise, was eben vorhanden sind, herangezogen werden, damit eben dann eine Verurteilung dementsprechend stattfindet. Das wäre dann sozusagen die andere Seite, ja? Jetzt speziell, Forensiker sucht im Krypto-Umfeld. Tut ihr selber dann auch etwas für die Ausbildung? Also sprich, bietet ihr an, seid ihr Dozenten an der Hochschule, an technischen Hochschulen oder auch an Polizeihochschulen? Es ist so, wenn wir jetzt Kryptoforensiker suchen, dann ist es eigentlich sehr schwer, dass man jetzt einen Kryptoforensiker findet. Da muss man jetzt schauen, aus einem IT-forensischen Umfeld auch, der was sehr bewandt ist mit dem Thema. Und dann bilden wir ihn oder lassen ihn ausbilden, eben bei Chainalysis und so muss der dann die Kurse durchlaufen. Es dauert circa ein halbes Jahr. Dann sagen wir, braucht er nochmal ein halbes Jahr bis Jahr Berufserfahrung, bis er dann drin ist. Also das macht man selbst.
Wir sind, also Mitarbeiter von uns ist auf der Donau und in Krems zum Beispiel aus der CEN tätig. Wir halten regelmäßig in Fachhochschulen zum Beispiel natürlich Vorträge, aber so jetzt mit einer Dozententätigkeit, Lektorentätigkeit aktiv. Jetzt nicht unbedingt außer der eine Mitarbeiter, der was jetzt auf der Donau-Uni in Krems eben in diesen Intelligence-Lehrgang, der, den was jetzt neu gibt, was dort dementsprechend als Lektor agiert. Mal kurz zur Bitcoin-Forensik. Wie funktioniert da so die Strafverfolgung? Im Prinzip macht ihr, du hast ja schon gesagt, die Bitcoin-Forensik ist nur ein Bruchstück, ne? Also wäre das jetzt einfach unfair in der Frage, das rauszugreifen. Aber die, sagen wir, die Basis, auf dem der Betrug stattgefunden hat, hat halt Krypto benutzt. Gibt es da irgendwie andere Strafverfolgungsmechanismen oder? Ja, es ist schon so. Also es ist ja ganz vieles in dem Zusammenhang. Also wir können natürlich die Kryptoforensik, die ganze Beweismittelbeschaffung machen. Aber dann sind ja wir in gewisser Art und Weise auch auf den staatlichen Hebel angewiesen. Speziell wenn es um Rechtshilfeersuchen geht, zum Beispiel. Speziell wenn es um länderübergreifende Dinge geht, seitens der Strafverfolgung. Da müssen dann die natürlich aktiv werden. Am weitesten dahingehend sind sicher die Amerikaner. Sieht man auch immer wieder bei so, wenn jemand angeklagt ist, wie schnell da verurteilt wird, auch in dem Zusammenhang mit Krypto, wo auch mit kryptoforensischen Gutachten gearbeitet wird und so weiter. Aber eben, wir sind auch in gewisser Art und Weise immer dann wieder angewiesen auf die Strafverfolgung, beziehungsweise auf die Legislative und auf die Judikative. Habt ihr auch Kooperationen im Bereich Kryptoforensik mit Unternehmen aus Deutschland, speziell Sachsen? Nein, haben wir keine Zusammenarbeit mehr. Ja, hätte ja sein können. Zu dem Thema Bitcoin, betreibt ihr als Unternehmen auch eigene Bitcoin-Nodes, um, ich sag mal, alles, was auch gerade jetzt in dem ganzen Zahlungsverkehr ja Lightning passiert oder passieren wird noch, um da auch aussagefähig, mitmischungsfähig zu sein? Ja, also natürlich, unsere Techniker beschäftigen sich tagtäglich mit diesem Thema, auch mit Nodes und so weiter. Wir betreiben das, aber das ist aber mehr so, wie soll ich sagen, betriebsinterne Forschung, nennen wir es mal so. Also das hat jetzt, das machen wir jetzt nicht, weil dadurch wir irgendwas verkaufen können oder wir irgendeinen Kundennutzen dadurch generieren, sondern da geht es um interne Recherche, interne Forschung in gewisser Art und Weise und um Schulungen. Dementsprechend wissen unsere Techniker natürlich darüber Bescheid, die kennen sich aus, die können so Nodes programmieren und so weiter. Aber jetzt nicht aktiv, um da irgendein Produkt oder sonstiges am Markt zu bringen. Was macht ihr bei der Prävention für klassische Finanzinstitute und Kryptobörsen? In der Prävention eben diese Audits, dann Beratungsleistungen und eben diese Geldwäscheprüfungen. Habt ihr auch gerade was BTC betrifft, eine, ich sag mal, Kooperation mit Bitpanda? Da kann ich leider keine Auskünfte geben jetzt. Okay. Welche Rolle spielen Kryptowährungen im Zusammenhang mit dem Darknet? Ich denke mal, große Rolle, oder? Oder gibt es noch irgendwie Sachen, die im Darknet ablaufen ohne Krypto? Ja, das Darknet hat es vor Kryptowährungen schon gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass das Darknet durch Kryptowährungen entstanden ist. Kriminelle Akteure werden immer wissen oder werden immer versuchen, neuesten Stand der Dinge zu sein und dementsprechend die technischen Möglichkeiten auszulotsen, auszunutzen. Natürlich verwenden die Kryptowährungen, weil es länderübergreifend sehr schnell mit Transaktionen einfach möglich ist, so eine Währung oder Assets zu versenden. Man sieht aber auch, dass immer wieder, oder man sieht derzeit auch sehr stark, dass mit Amazon-Gutscheinen zum Beispiel gearbeitet wird. Das ist völlig anonym. Völlig anonym. Und das sieht man auch immer. Also die sind sehr kreativ. Also natürlich, ein Hackerangriff wird mit Kryptowährungen bezahlt. Heißt aber nicht, dass durch Kryptowährungen Hackerangriffe gibt. Weil es gibt mittlerweile auch die ideologischen Hackergruppen. Also quasi die Klimakleber im Netz. Also die, was einen Rüstungskonzern hacken und die Verhandlungsbasis ist,
dass sie 30% weniger an Waffen produzieren im nächsten Jahr und so weiter. Da ist halt die Verhandlung dann extrem schwierig. Mhm. Also natürlich verwenden die Kriminellen im Darknet Kryptowährungen, aber sie verwenden genauso Amazon-Gutscheine oder sonstiges, Prepaid-Karten etc. Nennt man die, was du sagtest, die Analogien dann Kryptokleber statt Klimakleber? Na, die wollen ja keine Kryptos. Also, Die wollen ja keine Kryptos. Ich sage immer, das sind die Klimakleber im Netz, weil die hacken einfach einen Rüstungskonzern mit irgendeiner schwindligen Ausgangsbasis in der Verhandlung. Also, weil wenn man, was erwartet man sich, wenn man jemanden hackt und sagt, ihr müsst nächstes Jahr 30% weniger an Waffen produzieren? Und wenn es das nicht macht, dann kriegst du die Dekrypter nicht zum Dekoden. Natürlich muss man da auch in gewisser Art und Weise verhandeln, weil es geht ja um diesen Betriebsstillstand, dass der Betrieb wieder läuft und so weiter. Aber es ist extrem schwierig zum Verhandeln. Extrem schwierig, wo setzt man da an und was ist die Verhandlungsbasis überhaupt? Ich kann jetzt nicht 1,5 Jahre gehackt sein, bis ich es denen dann beweisen kann, dass wir jetzt 30% weniger an Waffen produziert haben, beispielsweise. Mhm. Was ist denn so, wenn jetzt Krypto verwendet wird im Darknet, so die häufigste Kryptowährung? Die häufigste Kryptowährung ist nach wie vor Bitcoin. Also das sieht man auch bei Hackergruppen. Es gibt zwar diese Privacy Coins wie Monero. Jetzt geht natürlich jeder davon aus immer, naja, es gibt ja Privacy Coins, für was brauche ich dann eine Kryptoforensik? Weil jeder nimmt ja nur mehr Privacy Coins, wenn er irgendwas verstecken will, dem ist nicht so. 70% ist Bitcoin, oder 60% ist Bitcoin. Also von 10 Hackerangriffen verlangen 6-mal Bitcoins, 4-mal Moneros. Also ist komplett egal. Mhm. Wobei ja Monero auch nicht so anonym ist, ne? Wie man allgemein hindenkt. Ja, da scheiden sich die Geister. Also dahingehend kann ich auch keine Auskunft geben, ob jetzt Monero so anonym ist, wie man sagt, oder eben nicht. Mhm. Also ich muss ein bisschen aufpassen, nämlich wir dürfen uns nicht zu viel in die Karten schauen lassen. Auch. So, vielleicht noch letzte Frage jetzt von der Folie. Welche Strafverfolgungsbehörden welcher Länder sind am weitesten in Bezug von Kryptoforensik? Ja, also ganz klar die Amerikaner. Die Amerikaner greifen aber auch auf solche Dienstleister wie uns zurück in Amerika. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Europa. Also da hat die Strafverfolgungsbehörde dazu ein Budget, das auch externe Dienstleister hinzuziehen. In Europa eigentlich undenkbar, im deutschsprachigen Raum. Also ganz klar, Amerika ist da sehr weit in dem Zusammenhang. In Deutschland kommt schon langsam so ein bisschen was. Es gibt die Staatsanwaltschaft Bamberg, die was sehr stark mit diesem Thema befasst, was auch eigene Staatsanwälte haben zu diesem Thema, was auch eigene Technikabteilung haben zu diesem Thema. Also das ist eigentlich in Europa so ziemlich die beste Einheit, würde ich sagen, also Staatsanwaltschaft Bamberg. Und sonst die anderen Länder schwimmen halt so mit. Da macht man halt ein wenig was, um eben eine Grundlage zu haben, um überhaupt tätig werden zu können in diesem Bereich. Aber am besten auf jeden Fall die Amerikaner. Dann Deutschland, wie gesagt, ist sehr stark am Kommen mit der Staatsanwaltschaft Bamberg. Und der Rest schwimmt halt so mit. Wenn jetzt von der Staatsanwaltschaft Bamberg beauftragt werden würdet, werdet ihr da auch bezahlt? Ja, natürlich. Also die hat ein Budget, um im Rahmen von Gutachten werdet ihr wahrscheinlich dann bezahlt. Ja, aber auch in Österreich, die Staatsanwaltschaft, die hat ein Budget für Sachverständige. Aber das dann erst während des Gerichtsprozesses, noch nicht während der Ermittlung? Nein, sicher, während der Ermittlung. Macht das sonst keinen Sinn. Also während der Ermittlung wird man da schon herangezogen für Kryptoforensik oder sonstige Beweismittelbeschaffung. Und im Verfahren dann, weil man muss sich ja vorstellen, in so einem Strafrechtsverfahren, der Staatsanwalt braucht ja dementsprechend vorab die notwendigen Beweise, weil damit der überhaupt anklagen kann, also damit man überhaupt in ein Gerichtsverfahren kommt, muss die Verurteilung wahrscheinlicher sein als der Freispruch. Mhm. Also Abwägung. Und dementsprechend braucht man natürlich vorher die Beweise, den Ausblick, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als der Freispruch. Und nur dann kann man in ein Gerichtsverfahren gehen. Mhm. Okay.
Kommen wir zur nächsten Folie. Ralf, du darfst loslegen. Ja, einen Teil der Fragen haben wir ja schon gestellt. Aber hier nochmal ums Menschliche. Ich bin jetzt auch schon 25 Jahre so ungefähr oder 26 Mitglied des Chaos Computer Club in Deutschland. Und du selbst ja gesagt hast, der Mensch ist die größte Schwachstelle, meistens. Was kann man als Mensch aber selbst auch machen zum Schutz der eigenen Privatsphäre gegen die Transparenz in Bitcoin? Also der Unterschied Cybersecurity, Informationssicherheit möchte ich ganz kurz erklären. Cybersecurity ist Coden, Decoden und so weiter. Informationssicherheit ist, was gebe ich preis? Das betrifft nicht nur Firmen, was dürfen Mitarbeiter von der Firma nach außen tragen, während der Anstellung, nach der Kündigung und so weiter, sondern das betrifft auch jede einzelne Person. Also was gebe ich preis von mir? Ich würde nie sagen, wie viel Kryptos ich habe oder wie viel Bitcoin man hat zum Beispiel. Also das fällt in Informationssicherheit rein. Also nicht alles, was man sagt, sollten alle hören, ist der Grundsatz in dem Zusammenhang. Und dann natürlich die ganzen herkömmlichen technischen Parameter, wie dass man zum Beispiel eine VPN verwendet, einen virtuellen Tunnel, wo man seinen Sitz verschleiert im Prinzip, wie die gängigsten technischen Sicherheitsparameter, was man am Laptop installieren kann, am Handy installieren kann, vom Telekommunikationsanbieter zum Beispiel. Und dementsprechend ein Wissen über die technischen Parameter. Und da rede ich nicht von tiefgreifendem Wissen, sondern da geht es einfach darum, wie schaut eine Transaktion aus? Was ist eine Wallet-Adresse? Was ist eine Wallet-ID? Was ist ein Hash? Also da geht es wirklich um die Basics. Und wenn man die hat, dann versteht man auch die Zusammenhänge und dann ist diese Sicherheit automatisch viel höher als ohne dem Wissen eben. Könnte man diese Basics Bestandteil der Grundschulausbildung in 10 Jahren Schule machen? Könnte man auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass man da sehr früh beginnen kann. Sobald man sieht ja heute, sind ja die 8-9-Jährigen schon mit Handy unterwegs. Sollte man auf jeden Fall andenken, dass man dahingehend was macht. Ja. Mhm. Ralf, du unterstellst aber, dass das gewollt ist. So, und ich sage dir, es ist nicht gewollt. So, kommen wir mal zurück zu der ersten Frage. Ist Bitcoin wirklich transparent? Oder wie transparent? 100% transparent oder 80, wenn du es mal so irgendwie ausdrücken solltest? Ist jetzt grundsätzlich 100% transparent, aber natürlich, die Technik bietet viele Möglichkeiten. Ich spreche noch an einem Mixing-Service zum Beispiel, kann ich auch wieder verschleiern. Da kann ich 100 Kryptoforensiker beschäftigen. Bis man da zum Ziel kommt, vergehen Jahre. Also ich kann durch Mixing-Service kann ich alle Transaktionen verschleiern. Also ich kann natürlich technisch das alles so aufsetzen. Bitcoin ist zu 100% transparent, aber man kann natürlich technisch das so aufsetzen, dass auch nichts nachverfolgbar in gewisser Art und Weise ist. Was der Unterschied natürlich ist in der Bitcoin-Welt ist, dass kein Personen- oder der Personenbezug sehr, sehr schwer herstellbar ist. Ich kann durch das Netz und durch die Umsetzung von technischen Parametern völlige Anonymität genießen. Und ich habe bei Bitcoin-Transaktionen ganz anders wie bei herkömmlichen Banktransaktionen keinen Namen dabei. Ich brauche bei einer Bitcoin-Transaktion nur diesen IBAN-Blockchain-Adresse. Mhm. Auch keinen Namen für eine Transaktion. Das ist der Vorteil vielleicht für die Privatsphäre, also für Menschen, die was sehr auf die Privatsphäre aus sind. Ist aber natürlich ein Nachteil für die Strafverfolgung. Das ist auch ganz klar. Macht ihr nur Bitcoin oder macht ihr auch andere Kryptowährungen? Wir können über 500 Coins tracen und über 120 verschiedene Blockchains. Mhm. Okay. Letzte Frage vielleicht noch auf der Folie. Ich denke mal, die anderen haben wir durchgenommen, mehr oder weniger. Helfen mir Datenschutzbestimmungen in puncto Privatsphäre und in Richtung Krypto gesehen? Also Datenschutzbestimmungen oder die Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz gibt ja in gewisser Art und Weise nur vor, wie Firmen, Unternehmen Kundendaten zu verwalten haben, wie das ist mit Daten, was auf der Homepage gefüllt werden und so weiter, preisgegeben werden. Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz hilft mir jetzt selbst in erster Linie aber überhaupt nichts in Bezug auf die Privatsphäre. Weil ich habe am Ende des Tages, auch wenn die Unternehmen, natürlich jeder halt die Datenschutzbestimmungen, Grundverordnung, Datenschutzgesetz weitestgehend ein,
Aber wenn es da ein Datenleck gibt zum Beispiel, wenn der gehackt wird beispielsweise, dann hilft mir die Datenschutzbestimmung nichts mehr, weil dann sind einfach meine Daten frei verfügbar. Eventuell sie werden im Darknet verkauft, werden irgendwo im Clearnet veröffentlicht, egal ob es jetzt Gesundheitsdaten sind, Führerschein, Reisepass und so weiter. Also es ist sehr viel Eigenverantwortung, sage ich mal. Was gebe ich preis, wenn ich mich irgendwo anmelde auf einem Online-Shop oder sonstiges? Beziehungsweise kann ich da sowieso nicht aus, in gewisser Art und Weise, weil wenn ich in einem Online-Shop irgendwas bestelle, dann muss ich ja die grundlegendsten Dinge angeben. Kommen wir mal sozusagen in die finale Runde. Wird es deiner Meinung nach in 10 Jahren noch Banken geben, was ja ein wichtiger Teil eurer Kundenklientel ist? Wird es meiner Meinung nach auf jeden Fall noch geben, weil natürlich dieser Krypto-Aufschwung, diese Bitcoin-Community, das ist natürlich sehr am Kommen alles. Also wir können nicht davon ausgehen, dass jetzt durch diese Bitcoin-Welt oder durch diesen Hype das klassische Bankensystem verschwindet, sage ich mal. Das würde ein Staat oder das würden ja die Personen, die was da federführend dran sind, vermutlich nicht zulassen. Also da geht es eher um das. Und andererseits ist es ja auch so, ich glaube, in Österreich sind jetzt so 8% der Menschheit in Österreich haben Kryptowährungen, in welcher Form auch immer, in welchem Ausmaß auch immer. Aber da sind immerhin noch 90%, die keine Kryptowährungen haben. Und natürlich kann man jetzt sagen, die Technik wird immer einfacher gemacht, es wird immer zugänglicher für jedermann. Aber wenn ich dran denke, dass aus meinem familiären Umfeld, nennen wir es einmal so, die Leute auf einmal, oder aus meiner Familie, die Leute auf einmal mit Bitcoins bezahlen oder da irgendwelche Bitcoins halten oder sonstiges. Ich glaube, da würden so viele Verluste stattfinden, weil einfach jeder dann irgendwas machen würde. Also ich glaube, dieses klassische Bankensystem, der klassische Staat in dem Zusammenhang wird nicht verschwinden. Also ich glaube auch schon ganz ehrlich, dass wir meilenweit davon entfernt sind, dass wir flächendeckend unser Bier, unser Abendessen mit Bitcoins oder sonstigen Kryptowährungen bezahlen werden. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Mhm. Siehst du Bitcoin mehr als Austauschmittel oder mehr als Wertespeicher? Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, sage ich. Für mich ist Krypto, Bitcoin eine Anlageform, wo man durch die Volatilität des Marktes mit gezielten Investments, schlauen Investments wirklich viel Geld daraus machen kann. Aber wenn ich jetzt schaue auf Drittländer zum Beispiel, sei es in Südamerika, sei es in Afrika oder sonst wo, da ist vielleicht Bitcoin wiederum ein probates Zahlungsmittel. Weil es einfach für Menschen, die was kein Bankkonto haben können, und das ist ja, wenn ich jetzt schaue, Brasilien oder ist ja ganz egal wo, in Drittländern oder in Afrika, da ist es ja sehr, sehr schwierig für den Otto-Normalverbraucher, dass der überhaupt ein Bankkonto bekommt. Mhm. Und da ist natürlich dieser Kryptowelt, das verändert, kann sein ganzes Leben verändern. Also ich sage mal, in solchen Ländern ist das was anderes, deshalb wird es auch in solchen Ländern eventuell früher stattfinden, der ganze Change. Aber ich denke nicht, dass wir in den nächsten 10 Jahren da in Mitteleuropa oder in Europa generell keine Banken mehr haben, weil sie Krypto so stark durchsetzt. Das denke ich. Welche Use Cases kommen deiner Ansicht nach DeFi und NFTs? Es wird auf jeden Fall, also diese Technologie, diese Anwendungen werden immer stärker in die kommerzielle Wirtschaft implementiert werden in gewisser Art und Weise. Ich denke da speziell an die Automobilindustrie. Ich glaube, dass die in der Forschung gewissen Entwicklungen und so weiter schon sehr weit sind, wie man das mit dem Automobil verbinden kann, sei es jetzt mit Parkplätzen, Auffahrten zu Autobahnen und so weiter, dass da Smart Contracts eingegangen werden und so weiter. Und somit quasi Gebühren bezahlt werden an Mautstellen beispielsweise. Also ich glaube, dass das, wenn jetzt die Frage speziell ist, was kommt nach DeFi und NFT, glaube ich, dass laufend technische Innovationen kommen werden, aber dass eben immer mehr in die kommerzielle Wirtschaft integriert, implementiert wird, vor allem die Technologien. Mhm.
Interessante Antwort. Ich glaube, die erste in unserem Podcast, die die Antwort außerhalb von Krypto und Geld beantwortet. Oder was meinst du, Ralf? Ja, ist ja ein bisschen auch ein Ansatz, weil ich bin ja auch so ein bisschen derjenige, der mal mit Decentralized Identities immer mal gehandelt hat. Und aber ich sehe das auch so, dass das langfristig eine DNA-Technologie, eine DNA-Helix ist, die sich überall in die IT, in die Digitalisierung einweben wird. Web3 sagt man auch manchmal dazu. Kommen wir zur letzten Frage. Wer ist Nicolas von Saberhagen? Du bist der Forensiker. Du jagst Leuten nach. Ich glaube, der ist irgendein Developer oder irgendwas in die Richtung, oder? Und irgendwas mit Monero hat der, glaube ich, zu tun. Und man sagt ihm auch nach, dass er Satoshi Nakamoto sein könnte, oder? Also, ja. Ich glaube, so habe ich ihn im Kopf. Also, aber ich glaube, der ist es geht nicht so sehr bekannt, denke ich, oder? Das ist richtig, der ist nicht so bekannt. Ich denke mal, weil das andere Pseudonym dann zu bekannt wurde, hat er sich dann ein neues gesucht. Und weißt du, wer nach einer hohen Wahrscheinlichkeit Satoshi Nakamoto ist? Oder wer ist deiner Meinung nach? Schwierig. Kannst du mir das beantworten? Ja, ich habe eine Theorie, die habe ich auch in meinem Buch Dezentrales Geld explizit erklärt. Meine Schätzung ist, dass das Nick Szabo ist. Also okay. spricht viel für ihn. Und wenn du guckst, Nicolas van Saberhagen, Nick und Szabo, habe ich die ersten drei Buchstaben mit drin. Und bei Satoshi Nakamoto ist es im Prinzip ähnlich. Ja. Bloß, dass ich da halt umgedreht habe, habe ich halt den Nachnamen als Vornamen, also die ersten ein, zwei Anfangsbuchstaben und so weiter. Also von daher, und es ist, ich meine, Forensiker haben ja dann auch irgendwie, die einen haben erzählt, es sind verschiedene Dialekte, irgendwie amerikanisches Englisch, britisches Englisch und bla bla bla. Und ich glaube, der Nick Szabo ist von der Herkunft her Australier. Und die sprechen ja ein britisches Englisch. Und er hat zum Beispiel eine Adresse ja von GMX gehabt. Und damals hat ja, sagen wir, Deutschland den. Er hat auch GMX, oder? Wie bitte? Er hat auch GMX-Adresse gehabt, oder? Ja, GMX.net-Adresse, ja. Hat ja den Verruf gehabt, dass es datenschutzfreundlich sei und die Datenschützer und so weiter, ne? Ja. Ich meine, gibt's halt viele Sachen und meine Meinung nach ist, dass es Nick Szabo hinterbei. Okay, interessante Theorie, ja. Ja, ist eine Theorie. Müssen wir jetzt auch nicht beweisen, ist auch nicht Ziel, ist auch nicht gut. Aber das ermitteln wir dann im nächsten Podcast. Ja, das können wir. Wenn du da neue Erkenntnisse hast, gerne. Ja. Also einen von den Kandidaten, die da auf der Liste stehen, hatte ich mal persönlich gefragt und der stand mir gegenüber und der hat glaubhaft verneint, dass er Satoshi Nakamoto ist. Okay. Na gut. Wir werden meine Leute mal befragen müssen, vielleicht finden wir dann raus. Mach's mal, ja. Wäre ein interessantes Ding, ja. Na gut, dann danke ich dir für deine ausführlichen Antworten und für deine Zeit. Und ja, und den Zuschauern, Zuhörern bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, als abonniert uns, macht den Daumen hoch, kommt in unsere Telegram-Gruppe und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, ja, schönen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal.